In der Villa von Monsanto, 20:30 Uhr Ortszeit. Das Essen war wieder mal vorzüglich. Daran könnte ich mich gewöhnen, Don Monsanto. Es freut mich, dass du es genossen hast. Wer hätte gedacht, dass jemand wie du Interesse an meiner Tochter hat? Wie meinen Sie das, lieber Don? Ach komm schon, Papst. Muss das schon wieder sein? Michael und ich kennen uns schon seit 6 Monaten. Denke, es wird bald Zeit, dass wir es dir sagen können. Was wollt ihr mir damit sagen? Naja, wir sind verlobt. Das kann unmöglich euer Ernst sein, nach so kurzer Zeit. Ich wusste doch, dass du es mal wieder nicht verstehen würdest. Papst, ich bin schon 21 Jahre alt. Ich kann selbst Entscheidungen treffen. Bambina, du hast keine Ahnung, was für ein Typ das ist. Jetzt hör damit auf, wir... Einen Moment mal. Was geht hier vor, Monsanto? Für dich immer noch Don Monsanto, du kleiner Mieser. So kenne ich dich nicht. Was ist mit dir auf einmal los? Genug der Worte. Dieses Stück Dreck, das du als Verlobten ausgewählt hast, hat in letzter Zeit meine Geschäfte gestört. Das glaube ich jetzt nicht. Was soll ich getan haben? Sie haben ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Keineswegs, Klein. Wer mir versucht, ans Bein zu pinkeln, verdient meine Tochter nicht. Ganz besonders du nicht. Wie war nochmal dein Name? Michael? Aus der Zeitung kennt man dich bestenfalls als The Smile Murder. Verdammt, Papst! Was soll das? Michi ist doch kein Mörder, oder? Warum so ein überraschtes Gesicht? Habe ich nun recht oder nicht? Woher wissen Sie das? Ich habe sie unterschätzt. Nein, Michi, was sagst du da? Ich kann das alles nicht glauben. Ich hatte also recht. Gut, dass einer meiner Jungs dich sofort erkannt hat. Ich denke, der Abend wäre damit dann gelaufen. Einer meiner Jungs kümmert sich um dich. Auf Nimmerwiedersehen, The Smile. Freddy! Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Warum nur Michi? Schweig, Vicky. Dein Vater ist das reinste Arschloch. Es reicht. Freddy, leg den Kleinen schlafen. Und entsorg, was übrig bleibt. Mit einem fiesen Lächeln auf den Lippen betätigte die finstere Gestalt von Bodyguard, genannt Freddy, den Abzug eines großkalibrigen Revolvers und richtete diesen auf meinen Schädel. Das wäre wohl oder übel mein Ende, schoss es mir durch den Kopf. Wie die ganze Geschichte angefangen hatte, kann ich noch ganz genau wiedergeben. Ich gehe seit einigen Monaten meinem Job als Totengräber nach und fand Gefallen daran, andere Menschen irgendwie zu schlachten. Und das meine ich wörtlich. Ja, es bereitete mir schon Vergnügen, meinem Trieb nachzugehen und zu einem Jäger der Nacht zu werden. Zuerst war es ein Friedhofswärter und dann eine Frau, die ich vor den Augen ihres Sohnes ermordet hatte. Zum Glück für mich wurde der Junge später nach Westmoor geschickt und man munkelt schon, dass er nie wieder da rauskommen würde. Nun, 2 Morde waren einfach zu wenig, um mein Verlangen zu stillen. Fast immer, wenn es Nacht wurde, schlich ich mich durch die Straßen von Hillingstadt. Meine dunkle Maske, die ein breites Lächeln offenbarte, schützte mich davor, erkannt zu werden. Immer wenn ich ein Opfer manikürt hatte, ritzte ich mit einer scharfen Klinge die Mundwinkel ein, sodass man daraus ebenfalls ein Grinsen erkennen konnte. Ein Zettel mit der Aufschrift The Smile fügte ich immer dem Tatort hinzu. So kannte man mich nun. Ich machte mich gerade auf, um meinen 5. Mord zu begehen. Doch in dieser Nacht würde etwas ganz anderes passieren. In Monsantos Büro. 11 Uhr morgens, Ortszeit. 1 Monat früher. Finden Sie die Morde in letzter Zeit nicht beunruhigend, Don Monsanto? Immerhin ist Ihre eigene Sekretärin Opfer dieses Irren geworden. Amanda, cara mia. Sicherlich ist jedes Menschenleben für mich wichtig. Und einen so brutalen, sinnlosen Mord kann ich nicht ignorieren. Den Verlust von Frau Brahms habe ich mit Bestürzung aufgenommen. Und ich bin mir sicher, dass man den Täter früher oder später festnehmen wird. Was mich zu dem 2. Thema führen wird, die Morde an ihren Schuldnern. Es gab Hinweise, dass es sich bei dem Täter um einen Cyborg handelte. Wobei Sie vermutlich noch nichts in Erfahrung bringen konnten, oder? Was sagen Sie dazu? Amanda, möchten Sie das wirklich wissen? Ich denke nicht, dass wir hier abermals Schmutzwäsche nach oben tragen sollten. Es war ein Roboter, der leider etwas außer Kontrolle geraten ist. Mehr ist hier nicht vorgefallen.
Ein gewisser Detektiv, den ich sehr gut kenne, sagte da was anderes. Sie meinen Max Mensen. Das ist das alte Spiel. Nur weil ein runtergekommener Alkoholiker ihn etwas anvertraut hat, muss es noch längst nicht wahr sein, oder? Aber? Sehen Sie, Amanda, es ist schon spät. Ich denke, unser Gespräch endet hier. Freddy bringt Sie noch zur Tür. Und Amanda, grüßen Sie Mensen von mir. Wer war denn das, Papst? Niemand, der wichtig wäre, Bambina. Naja, sie scheint auf jeden Fall einen guten Modegeschmack zu haben. Ging es um die Sache mit Frau Brahms? Bambina, zerbrich dir bitte nicht deinen kleinen Kopf darüber. Der Typ, der meine langjährige Arbeitskollegin um die Ecke gebracht hat, wird dafür seine Strafe erhalten. Ich hasse es, wenn man sich an meinem Personal vergreift. Ich habe in letzter Zeit die Zeitung genauer gelesen. Und? Was ist dir aufgefallen? Man nennt diesen Mörder The Smile, weil er seinen Opfern gerne ein Lächeln ins Gesicht ritzt, wenn er mit ihnen fertig ist. Scheinbar ist er ein Geschöpf der Nacht und wird nur schwer zu finden sein. Wer auch immer er sein mag, er ist ein Mensch und jeder Mensch hat ein Leben, das er verlieren kann. Ich denke, meine Jungs werden ihn schon finden. In einer verlassenen U-Bahn-Station am Rande der Stadt, 23.02 Uhr Ortszeit. Jeden Abend das Gleiche. Immer nur diese öden U-Bahn-Stationen nach dem rechten Sinn. Manchmal gibt es hier und da ein paar Penner, die hier nur einen Unterschlupf für die Nacht suchen. Und ich muss sie immer wieder verscheuchen. Lästig, einfach lästig. Was ist das? Hat da jemand ein Feuer gemacht? Na warte, dem Treiben werde ich ein Ende bereiten. Hey, hören Sie auf damit! Hier ist offenes Feuer verboten! Was zum Teufel? Es funktioniert! Ja, es funktioniert wirklich! Ich glaube, mich knutscht ein Elch! Was soll das hier? Hör mal zu, Junge, das Feuer machst du so schnell wie möglich wieder aus. Habe ich Ihnen erlaubt, mich anzusprechen? Ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen zu befassen. Hau ab, du Bauer. Ich lasse mir von einem Kind doch nichts sagen. Hörst du? Wir gehen augenblicklich zur Polizei. Nö, keine Lust dazu. Außerdem wird wohl nur einer von uns beiden diese Station leben verlassen. Und ich weiß auch schon, wer das sein wird. Willst du mir etwa drohen? Keine Drohung. Nur ein Versprechen. Sehen Sie, was ich in meiner Hand habe? Ein Handfeuerlöscher. Na und? Jetzt ist aber Schluss. Leider daneben geraten. Ich zeige Ihnen, was dieser Feuerlöscher so machen kann. Er versprüht bestes Benzin. Her mit dem Ding. Das ist gefährlich. Nö. Und hier gibt es eine Feuerladung gratis. Elender Bauer. In der gleichen Nacht, nahe dem Hafengebiet, 23.40 Uhr, Ortszeit. Ein Drang ist dafür da, um gestillt zu werden. Der alte Baseballschläger schien mir dafür allerdings zu primitiv und so entschloss ich mich, für meine nächtlichen Ausflüge ein Katana-Schwert mitzunehmen. Ich konnte diese Waffe unauffällig am Rücken befestigen, sodass meine Hände stets frei waren. Ich hatte meine Ausrüstung perfektioniert und hatte neben einer schwarzen Lederhose ein passendes schwarzes Oberteil an, um bei Nacht kaum gesehen zu werden. Die bereits bekannte Maske war zu einer Art Wahrzeichen geworden und die Polizei konnte nur lückenhaft Zeugenaussagen sammeln, die mich als Person allerdings niemals hätten identifizieren können.
Auch in dieser Nacht war ich abermals auf Beutefang und nicht weit von mir konnte ich Fußschritte ausmachen, die näher zu kommen schienen. Zu dumm nur, dass manche Geschäfte, die ich mag, so weit weg von zu Hause sind. So muss ich immer diesen beschissenen Umweg nehmen, da die Hauptstraße momentan wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Na dann, jammern nützt dir alles nichts. Vicky, da musst du durch. Hallo? Ist da wer? Na, wie geht es uns denn heute? Wer? Was? Oh nein! Ich denke, es wird uns beiden Spaß machen, oder? Nein, nicht der Smile-Mörder! Mein Schwert verlangte nach Blut und irgendwie wollte ich abermals, wie so oft, das Gefühl einer Befriedigung erfahren, indem ich meinem Opfer den Schädel glatt von den Schultern trennte. Doch irgendwas hielt mich diesmal davon ab. Es mischte sich ein Gefühl der Zuneigung zu dieser jungen Frau hinzu, was mich ernsthaft irritierte. Bitte töte mich nicht! Ich flehe dich an! Hör auf damit! Verdammt, du ruinierst noch alles! Was? Scheiß drauf. Ich hau ab. Ich verstehe nicht. Halt dein Maul. Es funktioniert so einfach nicht. Ich muss nachdenken. Verdammt. Das kann einfach nicht sein. Mit diesen Worten nahm ich eine Rauchkapsel aus meinem Hosengürtel und warf sie auf den Boden, sodass sich für wenige Sekunden ein dichter Nebel ausbreitete und mein einstiges Opfer für wenige Augenblicke orientierungslos machte. Zeit genug, um zu verschwinden. Zeit, die ich brauchen würde, um meine Gefühle für diese Frau zu analysieren. Eine Nacht, die ich wohl so schnell nicht vergessen würde. Boah nein, was für ein Albtraum. Irgendwie brennen meine Augen. Wo ist er hin? Hey Vicky, was ist denn hier los? Was ist mit dir? Ach, du bist es, Ingmar. Oh, du glaubst ja gar nicht, was mir eben passiert ist. Na, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass du in dieser Wolke gestanden hast. Was ist passiert? Ich glaube, ich bin den Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Ich denke, ich bringe dich erstmal nach Hause und dann kannst du mir alles erzählen. Das werde ich auf alle Fälle tun. In der Redaktion der Heiligenstadt Post. 9.18 Uhr morgens. Sorry, Amanda. Ich wollte nicht stören, aber... Ist schon in Ordnung. Du bist ja so etwas wie mein Vetter. Für Verwandte muss man sich eben Zeit nehmen, oder? Was gibt es? Oder wo kann ich helfen? Es geht da um eine Person, die mich irgendwie interessiert. Ah, daher weht der Wind. Du hast dich verschossen und nun fragst du mich, ob ich dir da irgendwie behilflich sein kann, bei dem Mädchen zu landen, oder? Nicht ganz so, wie du es jetzt gesagt hast, doch es geht mir eher darum, dass diese Frau sehr wohlhabend aussah. Also nicht einfach wie ein Mädchen von nebenan, weißt du? Okay, diese Art von Frauen sind immer schwer zu bekommen. Ich denke aber, dass du durch deine Ehrlichkeit sicherlich bei jeder punkten wirst. Heute Morgen ist aber was los. Herein! Ich konnte es kaum glauben, als ich eben das Mädchen erblickte, das mit einem sympathischen Lächeln das Büro von Amanda betrat. Sie war es, eindeutig. Eben genau die junge Frau, der ich in der Nacht zuvor noch aufgelauert hatte. Mit einem graziösen Schritt näherte sie sich dem Schreibtisch meiner Cousine. Guten Tag, Frau Willing. Ich bin eigentlich nur hier, um Ihnen etwas von meinem Vater zu geben. Er meinte, es sei wichtig, und da ich sowieso in der Stadt bin, hatte ich gedacht, dass ich dies erledigen könnte. Sie holte ein kleines braunes Päckchen aus ihrer Manteltasche hervor und legte es auf den Schreibtisch. Ich war verwundert und sah zu Amanda rüber. Sie war alles andere als gespannt und ich konnte an ihrem Blick ablesen, dass sie schon wusste, was der Inhalt dieses Päckchens war. Sagen Sie Ihrem Vater, dass ich kein Interesse an seinen Bestechungsversuchen habe und dieses Päckchen können Sie gerne wieder mitnehmen, Schätzchen. Wie Sie meinen, doch ich hatte das für einen Fehler.
Dann eben nicht. Auf Wiedersehen, Frau Willing. Wer war das? Oh, Michael, schlage dir die aus dem Kopf. Sie ist die Tochter von Salvatore Monsanto. Ich denke, du weißt, wer dies ist. Ja, doch ich wusste nicht, dass er eine so schöne Tochter hat. Und es ist eben genau diese Frau, die ich meinte. Oh nein, Michael. Die Kleine hat es faustdick hinter den Ohren. Weißt du, wie ich etwas bei ihr erreichen kann? Naja, okay. Aber nur, weil ich dich mag. Sie ist heute Abend auf einer Party für die höhere Gesellschaft zu Gast. Eine Dinnerparty mit Spendenaktion. Da komme ich als Normalo nie und nimmer rein. Lass mich nur machen. Du bekommst einen Presseausweis und schon kannst du dich dort frei aufhalten. Wirklich? Danke. Danke mir nicht zu früh. Das Mädchen ist kein leichter Brocken. Egal, denn jetzt habe ich zumindest eine kleine Chance, sie mal kennenzulernen. Ich hoffe nur, dass du dich nicht in irgendetwas Böses verrennst. Im Rathaus von Hellingstadt. 20.30 Uhr, Ortszeit. Du scheinst hier die Gesellschaft im Griff zu haben, Papst. Der Bürgermeister sieht neben dir eher wie ein armer Lakai aus. Irgendwie finde ich es langweilig, sich in der Gesellschaft der Hellingstädter Provinz aufzuhalten. Hey Vicky, alles in Ordnung? Finde ich echt toll, dich hier anzutreffen. Oh, hi Ingmar. Ich suche eben ein wenig Ablenkung nach dieser Nacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich diesen Penner erwische, der dir das antun wollte, mache ich kurz einen Prozess. Nur, wie willst du das denn anstellen? Ich habe noch nicht einmal sein Gesicht gesehen. Nur eben dieses breite Grinsen und ein langes Schwert, was im fahlen Licht der Laterne bedrohlich schimmerte. Nach alledem könnte es der Smile-Mörder gewesen sein, wovon ja schon die halbe Stadt spricht. Sicherlich wird er wohl irgendwo wieder auf ein neues Opfer warten. Ich bekomme Gänsehaut davon, wenn ich nur an ihn denke. Guten Abend, Vicky Monsanto. Darf ich mich vorstellen, Neuhaus. Michael Neuhaus. Wir haben jetzt keine Zeit für Presse. Ich glaube, da werden einige Zeitungsfritzen schon was veröffentlicht haben. Guten Abend, Herr Neuhaus. Oh, bitte nennen Sie mich doch Michi. Vielleicht schreibe ich ja auch einen netten Bericht über diese Party hier in der Hellingstadt-Post. Nur wenn du mich dann Vicky nennst. Ist es denn wahr? Soll ich euch beiden noch einen Platz für die Honeymoon-Suite reservieren? Oh, ist da etwa jemand eifersüchtig? Hör mal zu, du Bauer. Schmeiß dich nicht an mein Mädchen ran. Dein Mädchen? Seid ihr schon verlobt? Nein. Also irgendwie entwickelt sich dieses Gespräch sehr zum Negativen. Hey Vicky, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Dieser Typ taucht dir einfach auf und du machst ihm obendrein noch schöne Augen? Ich suche meine Freundin eben noch selbst aus und Herr... meinte Michi scheint ein sehr netter Typ zu sein. Oh, danke Vicky. Nett von dir. Ich kotz gleich aufs Buffet. Dieser Kerl ist doch viel zu schmierig für dich. Schluss jetzt, Ingmar. Ich denke, du solltest gehen. Okay, Vicky. Ich hoffe nur, du weißt, was du da tust. Michael, wir sehen uns noch. Darauf kannst du dich verlassen. Na, das scheint ein übler Zeitgenosse zu sein. Irgendwie mag ich ihn nicht. Seine gefärbten roten Haare und sein blasses Gesicht machen ihn nicht gerade zu einem Herzensbrecher. Naja, er ist eben ein Adliger und hat sehr reiche Eltern, die das ganze Jahr über auf Geschäftsreise sind. Bei sich hatte nur ein Butler als Gesellschaft. Genug von ihm. Erzähle mir mehr über dich. Der Rest des Abends verlief ohne weitere Zwischenfälle. Ich tanzte mit Vicky und hörte ihr geduldig zu. Sie schien auch Gefallen an mir zu finden, und so vergingen die nächsten Stunden wie im Fluge. Ich ahnte damals noch nicht, dass uns Ingvar Inferno die ganze Zeit über weiterhin beobachtete. Ich ahnte auch nicht, dass er mir bis zu meiner Wohnung folgen würde. Dieser blasse, rothaarige Typ würde für mich noch eine Bedrohung darstellen. Doch dies wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.